Ein Vibrieren, das sich anfühlt, so wie Wasser am Moor. Unruhig versucht es immer still zu halten. Ist sicher auch eine Möglichkeit, die Nacht zu gestalten. So gut es geht, Freundin, es gibt massenhaft Gründe. Doch dieses Mal keinen, den ich ausreichend finde. Dieses Mal nicht, dieses Mal wieder. Ich schwöre, ich halte dich, das Gegenteil wäre mir lieber. So oder so bringt das niemanden weiter. Er möchte Zeit gewinnen. Diese Stimmung gefällt ihm gut und ist seither auf dem Weg dorthin. Und es bleibt ein leidiges Thema. Es riecht verbrannt aus meinem Zimmer. Es sieht so aus, als würde es sich schlechter. Im Gegenteil, ging selten besser. Und jetzt sollen andere Farben die Zeit, Geduld und Lust dazu haben. Mitte der Woche ist nun überstanden. Mit 7 Meilen-Schritten rennt die Zeit durch die Landen. Und jede Sekunde, die sich weigert zu schlafen, macht mir im Laufe des Tages irgendwann mal zu schaffen. Das ist so eine Zeit, die da neben mir liegt. Das sind Fragen zur Lösung, die man nie gestellt kriegt. Das ist Zeit, die drauf geht, das sind Zweifel, die bleiben. Und am Ende des Tages immer noch zu beneiden. So oder so bringt das niemanden weiter. Er möchte Zeit gewinnen. Diese Stimmung gefällt ihm gut und ist seither auf dem Weg dorthin. Und es bleibt ein leidiges Thema. Es riecht verbrannt aus meinem Zimmer. Es sieht so aus, als würde es sich schlechter. Im Gegenteil, ging selten besser. Und jetzt sollen andere fragen, die Zeit, Geduld und Lust dazu haben. Ich hab seit 2 Wochen konsequent an Pferde geführt. Ich hab den Drang nach mir selbst und kann nicht tun, was ich will. Ich hab endgültig genug davon, dass sie mir erzählt, dass ich könnte, wenn ich wollte, doch der Tatendrang fehlt. Ich hab die Hilfe nicht nötig, ihr unbegründet Verdacht. Ich hab mir überall geteilt und die Gedanken gemacht. Und sicher geht es besser, wenn ihr alle so seid. Ja, ich weiß, all die Jahre und na klar, tut's mir leid.